Hallo liebe Stiergeborene, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Reading heute für April 2022. Wir werden uns gemeinsam das keltische Kreuz mit den Zigeunerkarten und Crowley-Tarot anschauen, sorry. Und wir starten mit der Grundüberschrift mit dem Kartendeck von Jacques Spezzano, woran hängt dein Herz? Ihr bekommt von mir eine Schatten- und Götzenenergie und eine Gnadenerlösungsenergie. Für April. Bitte spürt immer mit, die Rollen können vertauscht sein. Ihr wisst es ja bereits, wenn ihr schon länger bei mir zuschaut. Und gerne könnt ihr auch die Legung zu eurem Aszendenten anschauen. Wir starten mit der ersten Grundüberschrift und gleich folgt die zweite Energie für die Stiergeborenen aus meinem Kollektiv. Starten wir mit dem Schatten, der Götze der Unabhängigkeit. Ja? Wie viel Unabhängigkeit braucht ihr? Wie viel Nähe könnt ihr zulassen? Hier gilt es, die Mitte zu finden für euch zwischen Verbindlichkeit und Unabhängigkeit. Das hat sehr viel mit einem bestimmten Grenzempfinden zu tun in allen Verbindungen, die ihr pflegt. Liebe, Freundschaft, Beruf, Familie, ja? Eure Erlösungsenergie ist die Weltretter. Bitte, bitte, bitte nicht zu verwechseln mit einem Retter- oder Helfersyndrom. Hier werden eure Talente gefragt. Hier seid ihr gefragt, dass ihr euch für eure Talente öffnet und die mit der Welt teilt. Ja? Ein Talent kann sein, dass es mehr Unabhängigkeit bedeutet, ja? Oder dass ihr das Talent der Unabhängigkeit einüben dürft. Verschließt dabei aber nicht euer Herz, denn das verwechseln viele. Ja? Also nicht hart dabei werden. Ja? Wir schauen uns jetzt wie immer das Ganze im keltischen Kreuz. Für die Stiergeborenen aus meinem Kollektiv für April 2022, die drei Grundenergien sind die Heirat, die Treue und der Verlust. Also, hier geht es mit der Heirat um Verbindlichkeit. Mit wem auch immer, mit der Treue, dem Hund daneben, kann es sein, dass es um wichtige Freundschaften geht, um Loyalitäten in bestimmten Verbindungen, wo der Verlust drinnen steckt. Ja? Vielleicht werdet ihr ja in ganz anderen Verbindungen gebraucht, als in denen, wo ihr euch hineinfixiert. Das bekomme ich hier sehr stark durch. Ja? Hier kann es auch, wie gesagt, um Arbeitsverträge gehen. Vielleicht ist euch da auch zu wenig Loyalität präsent. Das kann ja auch sein. Ja? Die Rollen können ja vertauscht sein, spürt hier mal mit. Was ich euch hier mit auf den Weg geben kann, ist eine kleine Recherche durchzuführen zu passiver und aktiver Bindungsangst. Vielleicht habt ihr ja Lust, dem nachzugehen. In euren Gedanken ist das Kind. Vielleicht geht es hier gedanklich um eure Kinder, um einen Beruf mit Kindern. Vielleicht ist das euer Talent. Vielleicht wollt ihr ein Kind in die Welt setzen. Vielleicht wird der Kinderwunsch immer größer. Es kann hier auch grundsätzlich um einen Neubeginn gehen. Ein Neubeginn, wo vielleicht mehr Unabhängigkeit präsent ist in Verbindungen. Ja? Welches Maß das annimmt, entscheidet ihr. Bitte beobachtet immer das gesunde Maß. In eurem Unterbewusstsein ist der Richter. Hier ist es euch wichtig, dass die Waagschalen ausgeglichen sind. Ihr habt hier ein Gespür dafür, ob das der Fall ist oder nicht. Und hier gilt es, ehrlich mit euch selber zu sein. Wenn eine bestimmte Balance nicht mehr gegeben ist, schaut euch das an, denn möglicherweise ist das hier verantwortlich für den Verdruss. Der Richter schaut in die Vergangenheit, das heißt, diese Phase kennt ihr vielleicht schon aus der Vergangenheit. Ja? Und ihr seid dessen jetzt müde.
Kann auch sein, dass ihr einen Richter, einen Mediator, einen Rechtsanwalt konsultieren möchtet oder dass ihr grundsätzlich einfach anfangt, für eure Gerechtigkeit einzustehen. In der Vergangenheit ging es um das Geschenk. Also auch das Geschenk steht für eure Talente. Es kann aber auch bedeuten, dass ihr bereichernde Zeiten mit Freunden erlebt habt, Austausch, materielle Geschenke, das Geben und Nehmen hat sich für euch wieder in Einklang geführt. Ihr denkt deswegen an einen Neubeginn, aber irgendetwas ist hier grau gefärbt mit der Verdrusskarte. Ja? In nächster Zukunft geht es um die Geliebte. Das kann jetzt einmal euch selber betreffen, als Geliebte in eurer Verbindung. Das kann aber auch eine weibliche Person betreffen, die einfach sehr wichtig für euch ist. Das kann ein Familienmitglied, eine Freundin sein, eine Seelenschwester, was auch immer. Diese Geliebte schaut in die Zukunft, die geht weiter, die geht nach vorne. Vielleicht ist ja auch in den bestimmten Verbindungen für euch jemand zu stark unabhängig, der keine Nähe zulassen kann und das frustriert euch. Was habt ihr dann für eine Aufgabe, bei euch zu bleiben und nicht nachzugreifen? Nicht nachzulaufen in der Tat, nicht nachzulaufen im Geiste und nicht greifen wollen. Das ist ein Suchtmuster, ja? Sehr subtil, aber in vielen Menschen präsent. Dann geht es mit Sicherheit um die Gedanken. Hier geht es darum, sich neues Wissen anzueignen. Es kann um einen jüngeren, unreifen Mann gehen. Es kann um eure eigene Selbsterkenntnis gehen, was ich hier für die meisten spüre. Auch für die anderen Themen können bestimmte Gruppen hier angesprochen sein, sind ja kollektive Legungen. Und es geht hier darum, das richtige Gedankentum zu pflegen, also Gedankenhygiene zu üben, immer wieder aus dem Hamsterrad auszusteigen, wenn ihr in bestimmte Mechanismen verfallt. In eurem Umfeld gibt es Hoffnung. Da ist jemand, der Hoffnung hat, der gute Dinge hat, der euch vielleicht gut zuspricht, ein gutes Wort für euch übrig hat. Ja? Und ihr hofft auf Beständigkeit. Ja? Also ihr wollt hier mehr Beständigkeit. Entweder im Beruf, in den Freundschaften, in der Partnerschaft. Dann hängt das in erster Linie von euch selber ab. Wie stark könnt ihr bei euch in eurem inneren Zuhause sein? Das spricht von Beständigkeit. Dann könnt ihr im Leben in einer ganz anderen Qualität ankommen. Ja? Und ihr wollt hier einen beständigen Neubeginn, also etwas Standhaftes, was auf Fels gebaut ist und nicht so ein Hin und Her oder immer wieder so 50-50 Chancen. Das ist euch hier nicht genug. Vielleicht habt ihr aber auch Angst davor, dass jetzt etwas stark verbindlich wird. Ja? Also wie gesagt, die Angst vor Nähe und die Sucht nach Nähe ähneln sich mehr, als ihr das vielleicht glauben wollt. Ausgang ist die Reise, die Traurigkeit und der Geliebte. Wir haben das Liebespaar liegen. Ja? Der Geliebte schaut in die Vergangenheit. Der ist hier traurig gestimmt. Der ist hier in einer wichtigen Heilungsphase. Wenn ihr das als Geliebte seid, dann schaut ihr in neue Hoffnung in euer Umfeld. In eurem Umfeld gibt es Hoffnung. Und vielleicht seid ihr hier mehr darauf aus, mit eurem Umfeld auch unterwegs zu sein, weil wir die Reise haben. Also mit Freunden, Bekannten, als mit dem Geliebten. Ja? Vielleicht habt ihr euch angefangen, zu stark voneinander zu entfernen oder ihr habt immer allein die Verantwortung getragen und ihr brecht jetzt aus einer Komfortzone aus. Vielleicht macht auch ihr hier eine Reise, ob der Geliebte mit von der Partie ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ja? Es kann auch um einen Umzug gehen, um Auswandern, um eine Vorwärtsbewegung, möglicherweise auch um ein Treffen. Ja? Vielleicht offenbart euch hier auch ein Geliebter, dass er traurig ist, dass er in einem Heilungsprozess ist. Ja? Was haben wir hier unter dem Deck? Das Unglück. Ja? Das ist ein sehr wichtiger Umbruch hier in eurem Leben. Und wir werden uns hier gleich eine Crowley-Tarotkarte dazu ziehen, damit wir besser verstehen, worum es sich hier handelt. Bitte eine Klärungskarte zum Unglück.
Eigentlich schaut der Geliebte ins Unglück hinein, weil er ja in die Vergangenheit blickt. Ja, hier geht es um den Magier. Hier geht es auch wieder um Kommunikation. Vielleicht geht es hier darum, dass Kommunikation gehemmt ist, blockiert ist, dass unglückliche Botschaften im Raum stehen, dass schockierende Botschaften im Raum stehen. Und prüft mal, ob ihr euch hier euer Unglück selbst manifestiert oder nicht, oder ob es der Geliebte ist. Ja? Habt ihr hier bereits alle Eigenschaften gesammelt, wie es der Magier gemacht hat, oder fehlt euch noch was? Kelche, Stäbe, Schwerter und Münze. Ja? Gefühle, Verstand, Leidenschaft und Münze, Finanzen, Materie. Vielleicht fehlt euch hier ein bestimmter Teil und habt diesen Teil noch nicht gesammelt, dass das Paket ganz ist. Ja? Kann euch beide betreffen, kann auch nur eine Person betreffen. Und hier hätte ich gerne noch eine Karte zum Thema Verdruss. Was sagt sich beim Verdruss? Die zwei der Stäbe. Also hier könnt ihr den Verdruss überwinden, indem ihr in neue Leidenschaft geht, indem ihr euer Feuer brennen lasst und indem ihr in die Durchsetzungskraft geht. Vielleicht habt ihr es hier mit Wiedergeborenen zu tun. Ja, hier haben wir die, na, nicht die Sonne, den Mars im Wider, Durchsetzungskraft, und zwar mit einer spirituellen Nuance. Vielleicht baut ihr die zu wenig in eure Verbindungen ein, oder es kommt die spirituelle Seite zu wenig durch für euch, für die andere Seite. Ja? Wie steht es um das Feuer in euren Verbindungen? Ist es erloschen? Brennt es immer noch? Was macht ihr selbst für euch, damit dieses Feuer am Brennen bleibt? Ja? Liebe Stiergeborene. Ich hoffe, dass euch diese Impulse inspirieren. Danke für euer Dabeisein, für eure Likes, Abos und lieben Kommentare. Für private Legungen und freiwillige Spenden findet ihr die Infos wie immer unten in der Box. Und ich freue mich schon sehr auf das nächste Reading mit euch.